Leute, in Zukunft können wir uns auf ein Progression-System der Legenden freuen. Vielleicht heißt es sogar wie das Weapon Mastery System, das Legenden Mastery System. Vor kurzem hat Respawn einen alten Call of Duty-Veteran ins Boot geholt, der in Zukunft für neue zukünftige Progression-Systeme verantwortlich sein wird. Und es gibt eine gewisse Theorie jetzt schon, wie das Progression-System für die Legenden aussehen könnte. Ich kann euch jetzt schon sagen, es wird viele, viele, viele Freunde finden, wenn es so kommt. Ich weiß aber, dass es auch ein bisschen Gegenwind geben könnte. Ich würde es geil finden. Ich gehe gleich darauf ein, wie es aussehen könnte. Das ist nicht bestätigt, aber es gibt eine gewisse Vorlage, über die ich vor einigen Monaten oder vor über einem Jahr, wahrscheinlich war es schon her, habe ich schon mal drüber gesprochen, habe ich schon mal gemerkt, wie ihr so drauf seid, wie ihr das findet. Da waren viele dafür, viele dagegen. Vielleicht wird es auch nur eine Sache für ein Event. Ich möchte es noch ein bisschen spannend halten, denn das ist ganz wichtig. Es gibt extrem geile Nachrichten. Jetzt muss ich ganz kurz Werbung für meinen Partner Aim Controllers machen, denn die haben dauerhaft die Preise gesenkt. Und so könnt ihr deutlich, deutlich günstiger an einen sehr guten Controller kommen, der zum Beispiel Pedals hat, Smart Trigger hat, wo du noch 1 mm Tastenweg hast. Und Achtung, ich weiß, dass viele nicht so Freund von solchen Controllern sind oder allgemein von Aim Controllers. Vielleicht lieber SCUF nehmen oder sonst was. Ganz wichtig an alle da draußen, die sagen, nur Aim Controller Kacke. Das ist ein Original Sony Controller, der umgebaut wird. Ganz wichtig, wenn ihr also mal Stick Drift habt oder sonst irgendwas, dann hat der Sony Controller Stick Drift, nicht der Aim Controller. Ganz wichtig. Und ihr habt lebenslange Garantie. Das wissen viele nicht. Lebenslange Garantie kenne ich von keinem Hersteller. Keinem Hersteller. Egal, ob das ein Fernseher, eine PlayStation oder sonst was ist. Es ist ein Controllerhersteller. SCUF hat zum Beispiel, wenn ich mich nicht irre, nur 90 Tage. 90 Tage zu lebenslang ist schon eine echt feine Sache. Und ich möchte ganz kurz euch sagen, mit was ihr an Preisen in Zukunft zu rechnen habt. Auf jeden Fall können sich jetzt deutlich mehr diesen Controller leisten. Und vor allen Dingen, früher war es so, standardmäßig war es ab 150, 160 Euro so, dass mein Code Casper10 erst funktioniert hat. Ab sofort, ab dem ersten Euro. Es sind dann zwar nur 10%. Ich sage euch aber gleich, warum die 10% für euch trotzdem lohnenswert sind, weil der Grundpreis auf alles deutlich gesunken ist. Heißt im Endeffekt, ich kriege pro Bestellung auf meinen Code ein bisschen weniger, ihr spart aber trotzdem deutlich mehr. Dann macht es halt eher die Masse. Achtung, ich blende euch mal ganz kurz die Werbung von Aim Controllers ein. Der Preis Drop von 179 auf 149 auf einem Grundcontroller und auch einzelne Komponenten sind deutlich günstiger. Ich zeige euch mal kurz, was die 149 Euro beinhalten. Früher war es so, du hast einen ganz normalen Grundcontroller bekommen, ohne Pedals, ohne Smart Trigger, ohne alles und dann konntest du dir den so konfigurieren mit diesen Pedals, 4 Stück, entweder programmierbar oder nicht programmierbar. Wenn du sie nicht programmierbar genommen hast, dann waren die Tasten fest belegt, die konntest du nicht ändern. Mittlerweile ist der Grundcontroller für 149 statt 180 Euro programmierbar. Meine Fresse, ist das ein schweres Wort? Programmierbare Pedals. Jeder Controller, die gibt es auch nicht mehr ohne Pedals und es sind auch immer die Smart Trigger dabei, die du einstellen kannst. Normalerweise holst du dir einen Aim Controller, weil du Smart Trigger haben willst, du willst Pedals haben. Das sind die wichtigsten Komponenten von diesem Controller und deswegen sind 150 Euro tatsächlich ohne Code Casper10 übrigens. Die kommen ja noch oben drauf, meine 10%. Dann von Haus aus sind das die wichtigsten Komponenten und wenn ihr mal keinen Bock habt auf einen Shooter, 1 mm Tastenweg, dann macht ihr einfach diesen hier rüber und dann habt ihr den vollen Weg. Und das gehört zur Grundausstattung für 149 Euro, wenn der dann standardmäßig weiß ist. Früher habt ihr einen Standard-Controller genommen, habt da die programmierbaren Pedals drauf gemacht und diese Trigger, da warst du schon bei über 200 Euro. Das heißt, der Preisdrop ist eigentlich bei über 60 Euro tatsächlich. Die 30 Euro sind tatsächlich jetzt nochmal runtergenommen worden, weil die allgemeine.
das allgemeine Grundgerüst vor ungefähr 2 Monaten so aussah und du das nicht mehr ohne Pedals und ohne diese Trigger bestellen konntest, weil Aim Controllers gemerkt hat, Mensch, warum legen wir uns die ganzen einzelnen Sachen so auf Lager? Die meisten wollen eh die Pedals und die Trigger, also statten wir jetzt von Grund auf alle Controller auch so aus. So, ich möchte jetzt nicht weiter ins Detail gehen, bis auf die eine Tatsache, pimpt ihr euch einen Controller zu 100%, warst du bei über 350, 60 Euro. Ich habe es jetzt mal gemacht, du bist mit Code Casper10 dann bei 240 Euro ohne Versand. Also eine Ersparnis von locker über 100 Euro. Guckt es euch einfach mal an. Wer keinen Bock hat, ist auch völlig okay. Immer der höchstmögliche Rabatt mit Code Casper10. Wie gesagt, mein Rabatt im Einzelnen ist nicht mehr so hoch, aber der Grundpreis ist deutlich gesunken. Das heißt, ihr spart auf jeden Fall, auch wenn ich weniger davon habe. Es ist eine feine Sache und jetzt kommen wir aber zum Punkt. Ein Progression-System. Es könnte tatsächlich sein, dass das Perk-Progression-System aus der mobilen Version übernommen wird. Das ist nur eine Theorie, das heißt nicht, dass das so kommt. Wer nicht weiß, wie das System aussah, du musstest natürlich deine Legende, Moment, ich zeig mal den Skilltree von Lifeline, du musstest deine Legende eine Weile spielen. Du hast in der mobilen Version tatsächlich deine Legende leveln müssen, spielen müssen, bis du im einzelnen Skilltree vorangeschritten bist und musstest so deine einzelnen Perks freischalten. Du hast hier ein Grundgerüst, du hast einmal, Moment, ich mach mal wieder meinen schönen Pfeil an und vergesse den hoffentlich diesmal nicht auszumachen, du hast einmal einen Grundperk, einen aktiven, einen Finisher-Perk und einen Fähigkeiten-Perk. Das heißt, du hast 3 verschiedene Perks aktiv und jede einzelne Grundklasse hat insgesamt 3 verschiedene Perks, sodass es also insgesamt 9 Perks gibt. Und was diese ganze Sache so besonders macht, Moment, ich zeige euch mal noch kurz den Skilltree von Lifeline. So sieht das dann aus. Ihr fangt ganz links an und kämpft euch dann bis ans Ende. Und dann gibt es zum Beispiel bei Lifeline einen Perk. Du kannst deine Heildrohne aktivieren und die verfolgt dich. Die kannst du dann zwar abschießen als Gegner, aber sie verfolgt dich. Wie geil ist das denn? Oder Loba kann die Teammate-Banner aus ihrem Shop ziehen, wenn die Teammates tot waren und so weiter. Die Kryptodrohne, die du aktiviert hast, die dich verfolgt hat beim Laufen und so weiter. Es gibt unzählige, extrem geile Perks, die du aktivieren und freischalten konntest. Und das ist genau der Grund, warum ich es geil finden würde. Auch wenn es vielleicht so ist, dass das System nicht kommt. Ich sage euch, warum es so geil ist. Das macht das Spiel einfach deutlich abwechslungsreicher und jede Runde nochmal einzigartiger, weil du nicht weißt, welcher Krypto, da ist ein Krypto A, da ist ein Krypto B, welcher von den Kryptos steuert jetzt manuell seine Drohne und ist vielleicht ein leichtes Ziel, weil er irgendwo in der Ecke hockt, oder welcher Krypto läuft gerade in eure Richtung und die Drohne ist in der Nähe und ihr wisst, oh, der muss jetzt hier irgendwo sein, der läuft gerade. Oder eine Lifeline, die ihr gerade runtergeschossen habt. Rennt die kurz weg um die Ecke und heilt sich? Oder ist sie über alle Berge, weil ihre Heildrohne sie verfolgt und ihr könnt vielleicht die Heildrohne zerstören? Oder es lohnt sich nicht, sie zu pushen, weil sie eh über alle Berge ist? Und so weiter und so fort. Das heißt, ihr könnt weniger voraussehen, wie eine bestimmte Legende agiert, weil du nicht weißt, welche Perks gerade aktiv sind. Und das finde ich eigentlich eine richtig, richtig geile Sache. Ich weiß, viele von euch finden das Perksystem vielleicht nicht ganz so geil. Wie gesagt, das ist nur eine Theorie, die schon seit langem im Raum stand. Und ich weiß, deswegen habe ich das am Anfang des Videos gesagt, habe ich vor über einem Jahr mal drüber gesprochen. Da habe ich das Perksystem vorgestellt, als die mobile Version neu war. Und da habe ich gesagt, Mensch, ich finde das eigentlich ganz geil, wenn das in die Vollversion kommt. Viele von euch fanden das nicht so geil. Es gab aber auch viele, die gesagt haben, ey, das ist eine richtig coole Sache. Ich würde es cool finden, vielleicht auch nur für ein Event, keine Ahnung. Jedenfalls ist es so sicher wie das Amen in der Kirche, dass wir ein Progression-System für die Legenden bekommen werden. Ob das noch im Jahr 2023 passiert, kann ich natürlich nicht sagen. Aber mit dem Weapon Mastery System ist es auf jeden Fall, sorry für den Wortfasching heute zum späten Abend, mit dem Weapon Progression System ist schon mal ein richtig geiler Anfang in Season 17 gestartet. Wir lassen jetzt auch mal das Ranked-System außen vor, das gerade mehr als schlecht läuft. Aber Apex kann sich trotzdem, abgesehen von dem Ranked-System, in eine richtig geile Richtung entwickeln. Und was macht mehr Motivation als etwas, auf was es sich zu grinden lohnt? Und das ist doch das, was die Leute bei der Stange hält. Und das ist eine richtig, richtig geile Sache. Meine Meinung jedenfalls. Ich bin auf eure Meinung in den Kommentaren gespannt. Und das war tatsächlich auch von den Perks her nur ein kleiner Ausschnitt, was es an Perks für die Legenden gab. Weil jede Legende
andere Perks hat, bis auf ein paar Grund-Perks, wie wenn du einen Finisher machst, dass du halt bestimmte Sachen auf dein Evo-Schild oben drauf kickst oder auch nicht und so weiter und so fort. Also so zwei, drei Sachen waren bei jeder Legende gleich und der Rest auf die Fähigkeiten waren von Grund aus verschieden. Und da war Wraith zum Beispiel extrem stark, Krypto sehr stark, Lifeline sehr stark und manch andere Legenden vielleicht nicht ganz so geil. Bangalore zum Beispiel war noch, wenn sie ihre Smoke-Granaten schmeißt, dass sie statt zwei Container, die so rauchmäßig explodieren, noch ein dritter dazukommt, dass die Rauchwolke nochmal um ein Drittel größer ist und so weiter. Also eine geile Sache, oder dass du durch den Smoke die Gegner sehen konntest. Das ist eine heftige Nummer. Also ich find's geil, es würde echt eine Menge Abwechslung ins Spiel bringen. Was sagt ihr? Ich bin gespannt. Ich könnte jetzt hier wahrscheinlich noch eine Stunde drüber quatschen, weil ich es geil finde und weil ich wahrscheinlich richtig geile Ideen hätte. Keine Ahnung. Schreibt eure in die Kommentare, wenn ihr denkt, es kommt anders. Wir leveln vielleicht die Legende auch nur ganz langweilig, in Anführungszeichen, bis Level 100, kriegen aller 20 Level irgendeine Challenge. Und dann bekommen wir einen Skin, den wir eh schon kennen, weil es bei dem Weapon Mastery aktuell System wirklich so ist. Und das ist noch ein riesen Kritikpunkt von mir: wenn ihr Level 100 erreicht habt und alle 5 Challenges gemeistert habt, kriegt ihr keinen einzigartigen Weapon Mastery Skin für die Waffe, sondern aus dem ganz normalen Inventar, wo du ein Pack ziehst oder mit Crafting Metallen, aus dem ganz normalen Inventar die Skins, die du dir angucken kannst, irgendeiner dieser legendären Skin wird es, ein zufälliger, es sei denn, du hast alle schon, dann kriegst du, glaube ich, Crafting Metalle. Das ist nicht kreativ, muss ich ganz ehrlich sagen. Deswegen hoffe ich, dass sie sich für die Legenden was deutlich Geileres, Einzigartigeres einfallen lassen. Was es auf jeden Fall belohnt, dass du diese Legende tatsächlich bis zum Ende durchgezogen hast, weil es vielleicht eine Hasslegende ist, die du nicht gerne spielst. Dann möchtest du natürlich auch einen Skin, den du sonst nicht kanntest. Das wäre eine coole Sache. Jetzt höre ich auf zu quatschen. Ansonsten geht das hier noch bis ins Endliche, Unendliche. Das war's von mir. Ich wünsche euch noch einen geilen Tag. Bin auf eure Kommentare gespannt. Bis zum nächsten Mal rein. Ciao.